Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt geht es um das neueste Video, in dem der Design Director Mike Chapman über die Lore von Sea of Thieves gesprochen hat. Also über die Geschichte, die die Welt erzählen wird. Der Entwickler sprach darüber, dass jeder Ort und auch jede Person seine eigene Geschichte zu erzählen hat und dass man einen Teil von der Geschichte bereits am Aussehen erkennen kann. Anhand des Aussehens soll man erkennen können, welche Motivation die Charaktere haben werden. Weiter soll anhand des Designs der Inseln klar werden, warum diese diesen einen bestimmten Namen tragen und keinen anderen. Leider wurde nicht darauf eingegangen, ob wir mit den NPCs reden können, um so mehr über sie zu erfahren. Wäre aber sicherlich ein schönes, gutes Feature. All das ist jetzt wirklich nichts Neues, denn das kannten wir eigentlich bereits schon. Aber eine Sache, die einen aufhorchen ließ, war der Satz von Mike Chapman, der sinngemäß sagte: Wir wollen, dass die Spieler in die Welt kommen und ihre eigene Geschichte schreiben und dass sie das dann auch selber merken können. Aber nicht nur für sich, sondern auch die anderen Spieler sollen es merken. Was könnte sich dort hinter verbergen, hinter diesem Satz? Ein Ranglistensystem, ein Kopfgeldsystem, irgendetwas vielleicht mit bestimmten Erfolgen, die nur bestimmte Leute erreichen können, die das als erstes geschafft haben? Was sind eure Meinungen dazu? Ob wir tatsächlich unsere komplett eigene Geschichte schreiben können und uns so verewigen? Oder ob wir quasi einfach nur so kleine Achievements freischalten wie die normalen Xbox-Achievements? Meiner Meinung nach das Interessanteste war aus dem letzten Video aber die Vorstellung der weiteren Designs für die NPCs. Bislang sahen sie ja noch alle komplett gleich aus, doch jetzt lässt sich eine größere Vielfalt schon mal erkennen. Hier mal ein kleiner Vergleich. Und zum Schluss noch, wer mehr über die Geschichte von Sea of Thieves erfahren will, dem kann man nur das Buch Sea of Thieves in Universe ans Herz legen. Dort wird im Detail erklärt, wie sich die Geschichte zusammensetzen wird. Dieses erscheint ebenfalls wie Sea of Thieves am 20. März, wird allerdings nur auf Englisch verfügbar sein, somit ein bisschen Englisch solltet ihr können, aber so schwer wird es nicht sein. Das war es soweit von meiner Seite. Leider keine wirklich großen Neuigkeiten, aber vielleicht geht es dann nächste Woche mit etwas größeren weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.